Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Wargroove 2. Genau, in der letzten Aufnahme haben wir quasi den zweiten Akt hier komplett abgeschossen. Das war ja hier der erste Akt. Prolog halt, Tutorial, das war jetzt der zweite Akt. Und ja, ohne viel zu quatschen, meine Lieben, würde ich mal sagen, geht es jetzt hier weiter. Ich vermute mal, dass das der dritte Akt sein wird und ich vermute mal, dass ich das ja vermutlich erst freischalte, wenn ich hier die anderen zwei Akte erfolgreich abgeschlossen habe. Oder, was ich mir eventuell auch noch gut vorstellen kann, dass ich jetzt hierfür die 100 Sterne brauche. Aber da steht ja momentan nichts dabei, ne? Da steht ja nur, dass diese Kampagne aktuell gesperrt ist. So, und jetzt kämpfe ich gegen die Untoten wieder. Dunkler Himmel. In einer kalten Sommernacht wird die Übernachtungsparty einiger Kinder von heulenden Untoten unterbrochen. Schloss Kirchenstein, Hof. Königin Mercia, der kleine Prinz aus Himmelsang, bittet um eine Audienz. Er sagt, es wäre super mega wichtig. Meine Königin, es könnte um die Angelegenheit gehen, über die wir vorhin sprachen. Jetzt schon? Ja. Schickt ihn herein. Hey! Hey, Mercia. Prinz Koshi. Spricht man so etwa mit einer Königin? Wo sind eure Manieren? Ja, ja. Es freut mich, euch wiederzusehen, Koshi. Errol. Koshi ist hier. Errol? Orala? Prinz Koshi, denkt an eure Pflichten. Oh, stimmt. Entschuldige. Im Namen ihrer Majestät Kaiserin Tenri des Kaiserreichs Himmelsang bitten wir Königin Mercia demütig um Gehör und Rat für... worum ging es nochmal? Einen diplomatischen Gipfel. Genau, was er gesagt hat. Ein Treffen mit der Kaiserin? Der nächste Gipfel der Aurania-Allianz ist erst in ein paar Monaten. Stimmt etwas nicht? Ich bin über keine Details in Kenntnis gesetzt worden, außer dass es eine geheime Angelegenheit ist. Meine Königin, auf ein Wort? Koshi? Was macht ihr denn hier? Du hast vielleicht Nerven, uns Fragen zu stellen. Errol dachte, du wärst tot, weil du unsere Briefe nicht mehr beantwortet hast. Tut mir leid, ich hatte viel um die Ohren. Aber ich habe euch echt vermisst. Es ist besiegelt. Wir brechen sofort nach Himmelsang auf. Ist es für euch in Ordnung, wenn ihr allein auf euren Vater wartet? Oh, ich weiß nicht. Errol ist nachts immer so ängstlich, wisst ihr? Was? Bin ich gar nicht. Errol, spiel einfach mit mir. Ja, im Dunkeln machen mir Schlösser schreckliche Angst. Oh Gott, der ist ja richtig rot geworden, oh wie süß. Aber wenn Koshi und seine Wachen hier bleiben würden... Eine Übernachtungsparty? Was für eine wunderbare Idee, Entschuldigung. Einen Moment. Komm schon, es ist ja nicht so, dass wir bei dem Treffen sein müssen, das Mama einberufen hat. Abgesehen davon bin ich der Prinz. Ist es da nicht meine Pflicht, unsere Verbündeten zu beschützen? Oh, bitte, helft uns, eure Hoheit. Errol braucht dringend einen starken Prinzen, der ihn beschützt. Wie war das? Ein Jüngling in Not? Keine Sorge, ich werde deine Klinge sein. Mein Leben, um das Deine zu schützen. Ah, jetzt hör doch auf. Schon gut, das genügt. Eine Nacht, Prinz Koshi. Danach reisen wir nach Hause. Das wird die beste Übernachtungsparty aller Zeiten. Oha. Einige nur noch eine Nacht später. Also gut, was machen wir jetzt?
Du schuldest uns immer noch eine Runde mit Tenko. Klar, lasst mich nur kurz die Sitzhöhe anpassen. Und Prinz Kushi, trete zurück. Du bist in der Gegenwart der königlichen Wache von Himmelsang. Sag uns, warum du hier bist, oder verschwinde. Ach, das ist doch nur ein klitzekleiner Fratz aus Höllheim. Hast du dich verirrt? Diese Kreaturen sind nicht klitzeklein, sie sind gefährlich. Es scheint ihm nicht gut zu gehen. Errol, du kannst doch ein bisschen Schädelschwatz, oder? Na los, sag irgendwas zu ihm. Klapper, klapper. Oha. Errol, pass auf. Wow. Errol, geht es dir gut? Ich glaube schon. Wer sich mit Arrow anlegt, legt sich auch mit mir an. Ach du Scheiße. Warum greifen sie uns an? Wir haben doch ein Abkommen. So ist Höllheim nun einmal. Das Kaiserreich hat ihre Tücke nicht vergessen, genauso wenig wie die richtigen Strategien, um sie zu bezwingen. Ah, wir dürfen wieder gegen die Untoten kämpfen. Yay! Die meisten Bodeneinheiten können keine Lufteinheiten angreifen. Bogenschützen bilden eine Ausnahme. Bogenschützen sind nicht ideal gegen Lufteinheiten, aber im Notfall eine brauchbare Option. Wie es aussieht, müssen wir Bogenschützen einsetzen, um die feindlichen Aeronauten zu besiegen. Jawohl. Besiege alle Einheiten von Höllheim. Ach, wie toll. Okay, da oben ist erstmal nichts. Was habe ich denn als Aufgaben? Besuche einen alten Freund, wahrscheinlich hier oben. Verliere keine Bogenschützen. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das für ein Artefakt? Schwerbeinmedaillon. Einheit verursacht 1,5 Schaden, kann aber nicht mehr kontern. Oh. Okay. Ausrüsten. Erstmal wieder seine Vampire töten. Ein guter kritischer Treffersoldat. Danke sehr. Immer wieder gerne. So, die sind weg. So, dann marschier du mal dahin. Jawohl. Und die bleiben einfach mal da. Was kann ich denn für Einheiten bauen? Oh, ich kann auf jeden Fall auch Ritter bauen. Sehr schön. Ich beende erstmal meinen Zug. Ums. Jetzt greifen alle Kushi an. Also ich muss aufpassen, dass ich keine Bogenschützen verliere. Oh, das wird ja lustig, ey. Oh, ich kann noch keine Schamanen bauen, ey. Das ist so gemein. Vernichtet sie alle. Bei so einem Aufgang möchte ich keinen einzigen Rippenknochen mehr sehen. Ja, bin ja schon dabei. So, der ist weg. So. Ja, das sind auch
Sind das ein Auhelden? Ja, das ist ein Kommandant. Okay, die sind stark gegen Bogenschützen, Hunde und Soldaten. Okay. Alles klar. Jo, greif halt sofort meine Bogenschützen an. Sein Mist. Hätten die nicht morgen kommen können, wenn es hell draußen ist? Hör auf zu flennen, Errol. Sei tapfer. Ich kann beides. Ich kann doch nicht beides. Oh. Wo ist denn der Freund, wenn ich das mal fragen darf? Hm? Besuche einen alten Freund. Ja, wo ist denn der? Der kann ja jetzt hier überall sein. Hm. Das ist jetzt natürlich das Doofe. Nee. Warte du mal lieber nochmal ab. Wo könnte der denn sein, der Freund? Also ich vermute mal, dass der hier ist, aber kann ja hier nicht rein. Hm. Das ist natürlich so eine Sache. Ich weiß es leider nicht. Zähnendes Feuer. Oh, der kann eine Barriere machen, wenn die angegriffen werden. Das ist sehr cool. Das ist echt geil. Gut, jetzt bin ich aber erstmal wieder dran. Sind keine Wachen von Kirschenstein in der Nähe? Können die uns nicht helfen? Vielleicht haben die Klapperknochen sie schon aufgefressen. Entspannt euch, Leute. Sie sind sicher schon auf dem Weg. Armee von Kirschenstein, es ist soweit. Bereit, wenn du es bist. Nun beginnt die schwerste Nacht unseres Lebens. Ab in die Bande, Caesar. Jetzt komm. Es ist fast ein Jahr her. Oh Gott. Du musst ein Bad nehmen. Die Nachbarn haben sich schon beschwert. Kann ihnen nicht irgendjemand fest... Ah! Ach, wie süß.
Zu Beginn jedes Zuges erleiden Einheiten in Reichweite der Wappenaura 20 Schaden. Die TP des Wappens schwinden mit der Zeit. Okay. Tja, ich kann da momentan noch nichts machen. Tschüssikowski, ihr Fledermäuschen. Süß. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich da die Flamme hinplatziert habe, wo auch meine Einheiten sind. Ja, das war ein Fehler, glaube ich. Es sind so viele. Halt einen kühlen Kopf, Errol. Sonst reißen ihn dir die Klapperknochen ab. Ja, in der Tat, in der Tat, in der Tat. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich werde mal oben lang auch mal am besten... einen Ritter schon mal hinbeordern. Ja, das war mir natürlich irgendwie klar, dass er das jetzt macht. Aber die sind jetzt violett und nicht blau, wie im ersten Teil. Die besessen der Gegner ist, immer meine Gebäude anzugreifen. Prinz Kushi, es ist nur ein Kratzer. Tenko hat so gut wie alles abgefangen. Okay. Warte mal. Kann man das hier irgendwo angucken? Nee, ne? Ah. Wir nehmen das Wasser. Cooling water. Zu Beginn dieses Zuges regenerieren Einheiten... Also das ist genau das Gegenteil. Okay, gut. Gut, 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 gut. Zu wissen. So, schwächen von unten schon mal ein bisschen. Oh Gott. Und es müssen gewisse Spielzüge um gehen, das kann ja auch möglich sein.
Ja. So. Ja, nochmal bitte. Die können auch die Kugeln angreifen. Oh, gar nicht gut. Das ist nicht so gut. Nee. Erstmal die Bogenschützen, die sind nerviger. Dann sind die nämlich schon mal weg. Du gehst auch mal lieber nach oben. Dann baue ich lieber noch einen Rittertrupp und die gehen gleich nach unten. Genau. Nein, okay. Ne, so groß ist die Reichweite leider nicht. So, immerhin ein bisschen geschwächt. So, und ansonsten erstmal wieder beenden. Ihr könnt das die ganze Nacht machen. Jetzt stachel sie nicht auf, sonst wird dein Wunsch noch wahr. Süß. Das ist natürlich weniger süß. Ja, das habe ich jetzt verloren, aber das macht nichts, das werde ich dann gleich wieder zurück erobern. Achso, ne, hat er noch minimal überlebt. Wow. Toll. Ah ne, okay, jetzt. Ah, mit der letzten Rittertruppe, ey. Mm-hmm.
So, Rittertrupp kommt zur Verstärkung. Ja, ich versuche erstmal das Gebäude einzunehmen. Jawohl. So. Ja, dann besetze ich das halt wieder erneut. So einfach geht das. Ja, weiß nicht, was ich da machen muss. Vielleicht, wie gesagt, eine gewisse Anzahl an Spielrunden abwarten, ich weiß es nicht. Der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Gegner. Oh, wie putzig. Das ist auch putzig. Ja, das ist schon ein bisschen herausfordernder. So, ich werde mal folgendes jetzt machen. Ein Bank schon mal kaufen. So, du nimmst jetzt erstmal das Gebäude ein. Du greifst... Nein. Greifst die hier an. Genau. So. Flächenschaden. wie mache ich denn das jetzt? Ah, scheiße. Mein Trupp hat natürlich überlebt. Genauso wie der Trupp. Ach, wie toll. Ja, zumindest ist der Trupp schon mal weg. Sehr schön. Nee, die Klammer will ich nicht nochmal. Ich will lieber die Wasserkugel haben. Da ist sie nicht, ne? Nee, schade. Schau ich mal. Kann sein, dass er vielleicht da ist. Oder da. Ich weiß es leider nicht. Gut, wieder ein Trupp weniger.
Und der nächste Trupp weniger. Sehr schön. Ich muss langsam anfangen, die Kasernen von ihm anzugreifen. Aber ich bin ja dabei. Okay. Okay, 100%. Puh. Sehr schön. Es sind nur noch 5 Feinde übrig. Nun denn, Fürst Walder, wo steckt ihr? Kämpft gefälligst persönlich gegen uns. Fürst Walder ist nicht hier, du Düssel. Warte. Das muss er aber. Er kontrolliert die Untoten doch mit seinem Handschuh, oder nicht? Walder würde sowas nicht tun. Er hat uns geholfen, die Welt zu retten. Vielleicht wurde er aber auch auf irgendeine Art und Weise von irgendeiner Macht manipuliert. Das kann ja auch möglich sein. Alles ist möglich. So, erstmal die nervigen Bogenschützen, die müssen echt weg, ey. So, die sind auch weg, sehr schön. Hast du fein gemacht. Prinz Kushi, das ist nicht euer Kampf. Zieht euch zum Schloss zurück, sofort. Während meine Freunde hier draußen verletzt werden, auf keinen Fall. Mhm. Sehr schön, die sind weg. Einsteigen. Ach, ist nur ein Schwertkämpfer nur noch da, deswegen. Okay, die Bogenschützen, die bleiben in der Festung, wie gesagt. Das ist mir persönlich auch lieber. Und dann baue ich hier nochmal neuer Rittertrupp. Mhm.
Oh, natürlich übernehmen die das. Alles andere wäre ja zu schön gewesen. Ich weiß nicht, wo der sogenannte Freund sein soll. Ja, wie gesagt, wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte mit der Aufgabe, ist es auch nicht so schlimm. Gott, du bist weg. So, dann wollen wir mal. Ja, das kann ich jetzt von mir aus machen. Orla, ready! Zu Beginn jedes Zuges allein Gegner in Reichweite der Waffenaura 20 Schaden wären Verbündete. Achso, das ist eine Mischung. 20. Ah, okay. Okay, das ist natürlich praktisch. So. Ja, ich weiß, der ist jetzt weg. Aber das ist egal, denn es kommen ja neue Truppen. So, ich greife schon mal langsam an die... ich fange schon mal langsam an, die Kaserne anzugreifen. So, das wollte ich sagen. So. Okay. Lieber nochmal einen Rettertrupp. Sicher, sicher. Ja. Der will's jetzt aber echt wissen. Solange er keine Bogenschützen hat, das ist mir egal. Gut. Ja. Weg mit dir. So. Jawohl. Er hat sich's ausgeklappert. So viel ist sicher. Zumindest wenn wir das Gebäude einnehmen, bevor sie zurückkommen. Ja, ich bin doch dabei.
So. Ah, hat er da schon wieder... Ah. Ja, er hat da schon wieder Bogenschützen. Die sehe ich nicht so gerne da. Ja, das Level ist ein bisschen anspruchsvoll, ich merke das. Tapfer zurückgeschlagen. So. Nehme ich das mal als nächstes ein. Verstärkung kommt. So, du nimmst erstmal die Kaserne ein. So, dann kann ich schon mal das Gebäude angreifen. Also von unten hat er so gut wie alles schon mal verloren gleich. Was sehr gut ist. Das war dumm. Genau deswegen. Okay. Ja, erstmal so. Oh. Natürlich. So, dann nehme ich das gleich ein. Sehr schön. Nein, auf jeden Fall die Bogenschützen jetzt angreifen. Mhm, genau deswegen.
Ja, der ist jetzt weg, aber es ist auch nicht so schlimm. Ist ja Gott sei Dank kein Bogenschütze. Aber ich hätte es andersrum machen können. Ich hätte erst hier mit den Rittern die Kaserne jetzt angreifen können und dann mit dem Schwerttrupp jetzt... Naja, ist egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Besuch einen alten Freund. Ja, wenn ich wüsste, wo der wäre. Oder damit das ein bisschen schneller geht. Mit dem Rittertrupp. Hätte ich eigentlich auch von Anfang an machen können, aber okay, ist egal. Ja, der wird wohl weg sein jetzt. Nein, er hat Donner überlebt. Ui. So, dann nehmen das mal ein. Jawohl. So, das ist auch eingenommen. Jawohl. Waren das alle? Das Ding ist gelaufen. Hohlschädel. Er hat einen Brief fallen gelassen. Er ist von Fürst Walda. Achtung, offizielle Erklärung der Höllheim-Legion. Ich, Walda Ragnarsson, Träger des Höllenhandschuhs, großer Nekromant, Grollfürst und rechtmäßiger Regent der Einöden von Höllheim, sowie der Herrscher der verschiedenen umliegenden Lande, die teils eingegliedert und... Jetzt komm endlich zur Sache. Ich richte diese Botschaft mit größter Dringlichkeit an Königin Mercia, die Erste von Kirchenstein. Ich richte diese Botschaft mit größter Dringlichkeit an Königin Mercia von Kirchenstein. Gemäß dem Pan-Auranianischen Vertrag von 3042, es geht ewig so weiter, steht noch irgendwas auf der Rückseite? Oh, tatsächlich. Hilfe. Oh, das ist aber nicht gut, stimmt's? Okay. Hey, was ist hier draußen los? Hä? Ich hatte keinen Bogenschützen verloren. Warum habe ich denn jetzt nur einen Stern bekommen? Wir haben was verpasst? Tut mir leid, Kinder. Wir waren mit einer Mission von enormer Wichtigkeit beschäftigt. Die natürlich nicht geglückt ist. Doch wir werden es in ein paar Monaten erneut versuchen. Aber was machen wir jetzt wegen der Nachricht von Fürst Falda? Klingt nach einer Aufgabe für den Rettungstrupp. Errol! Es ist eine Aufgabe für Königin Mercia, nicht für den Rettungstrupp. Was Walda auch will, es muss warten, bis wir in Himmelsrang ankommen. Bist du verrückt? Das dauert ja noch Wochen. Oder Tage? Die Reisedauer ist irgendwie immer so unklar. Völlig egal, wie lange es dauert. Wir beginnen morgen unsere Heimreise. Dann lasse ich nicht mit mir reden. Nein, Walda hat sich auf das Abkommen gerufen. Wenn wir nichts tun, wie soll dann jemals wieder jemand Himmelsrang vertrauen? Und was für ein Prinz wäre ich, wenn ich einfach weglaufen würde? Eben. Der Prinz liegt nicht ganz falsch, oder? Gut, na schön. Wir fliegen zur Feste Höllheim.
Wir fragen Balder, was er will. Aber danach gehen wir, klar? Wie Kloßbrühe. Komm, Caesar, machen wir uns bereit. Kommst du etwa nicht mit? Er schnüffelt. Oh, ach ja, Caesar. Irgendwer muss die Floraner vor diesem Chaos warnen. Kommt, gehen wir packen. Wenn wir wirklich Höllheim helfen, nach allem, was sie getan haben. Manche Länder sind es einfach nicht wert, gerettet zu werden. Das muss der Prinz lernen. Und besser, er lernt es, während wir ihn beschützen können. Ah ja, so sieht das Ganze hier aus. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Infos zu Kushi freigeschaltet. Infos zu Errol und Orla freigeschaltet. Sehr schön. Mhm, okay. Wir gehen jetzt ins Eisgebiet.